Detektiv Flynn ist quasi an der Sache. Wir sollten eigentlich quasi zu Nick Valentine gehen, der da mal ein bisschen hilft. Wir verschieben das mal. Ich sag's euch, in diesem Haus, da ist irgendwas, läuft da falsch. Normalerweise wollte ich als nächstes nicht Schlossknacken skillen, aber ich glaube in dem Fall, ich finde das nämlich gerade mega interessant und spannend. Ich will auf jeden Fall rausfinden, um was es da geht. Was ging da hinten gerade ab? Da muss ich aber jetzt nicht lang, oder? Wenn ich jetzt... Ich bleib jetzt mal auf dem Weg. Und kümmere mich jetzt mal wirklich um das, was ich machen muss. Sind das Raider? Ne, das sind keine Raider. Noch eine Karawane. So. Sag mir Bescheid, wenn du was möchtest. Hey. Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Hast du die? Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Zeig mal, was du so hast. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Okay. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten. Leider nein, ne? Champion, linker Arm. Oh, er hat wirklich gute Sache. Plus 1 Ausdauer und so. Wahrnehmung und Beweglichkeit. 10 Chance, einen Nahkampfangreif bei einem Treffer zu entwaffnen. Gut, kostet ja auch nur 12.000. Er hat wohl wirklich ziemlich geilen Scheiß. Oh. Warte mal. Mein Harnisch. Zwölf, fünf. Ich muss zugeben, den finde ich gerade sogar sehr verlockend. Normalerweise kaufe ich sowas nicht, aber er hat recht. Er hat wirklich geilen Scheiß. Reduziert ihn durch Supermutanten verursachten Schaden um 50%, ist eigentlich auch sehr geil. Aber das war dann ein bisschen zu viel Kohle. Kann ich mal tauschen, dann kriegst du einmal davon. Hast du sonst noch irgendwas gefunden jetzt, die ganze Zeit? Befürchte fast nicht, oder? Du kannst eigentlich meinen Klingenschlüssel jetzt haben. Weil den brauche ich jetzt logischerweise nicht mehr, nachdem wir diese geile Waffe haben. Ja, guck mal, da haben wir ein bisschen gehandelt, das passt. Du, er hatte recht, er hatte geiles Scheiß. Alles gut. Und ihr so? Entschuldigung? Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Alles klar. Du, das war ein ganz geiles Zeug. Das würde ich auch direkt mal anlegen. Ach, ich hätte beide verkaufen können. Naja, jetzt habe ich gar nicht nachgedacht. Aber das Teil. Hier, die neue Rüstung. Oh, die ist hübsch. Hast du geschafft? Achso. Ja, ist doch gut. Okay, und Supermutant Selbstmörder. Ja, es ist ein Selbstmörder. Ich soll ihn lassen. Warum habe ich Angst vor diesem Selbstmörder? Oh Gott. Lauf! Kann das sein, dass der Wauzi die Explosion ausgelöst hat? Ist er tot? Ich glaube, er ist tot, ne? Ja, der Wauzi. Ich glaube, der Wauzi hat diese Explosion leicht abgefangen, oder? Der hat die dezent abgefangen, Gott sei Dank, ey. Das wäre definitiv nicht gut für uns geendet. Wenn der Selbstmord... Ja, der hat sich hier ein bisschen in die Luft gesprengt, könnte man sagen. Nukleares Material, das ist ja geil. Okay, warum war klar, dass hier auf... Medford Memorial Hospital. Ist gar nicht mal das, was ich eigentlich erkunden wollte. Ah, doch, leerer Blutsack kann man, glaube ich, gebrauchen, gell? Ne, oder nur die vollen. Ach, whatever.
Ich kann ja sogar richtig rein in dieses Hospital, aber ich will mich jetzt wirklich nicht ablenken lassen. Ich werde früher oder später sowieso reinkommen. Ich sehe schon, hier ist alles voll mit Supermutanten. In dieses Hospital mit diesem... Dieses Hospital hat garantiert irgendeine Storyline. So, da ist das Malden Center. Mit Police. Bin fast tot, sehe ich gerade. Oh, ein Synth? Oh. Ich glaube, gegen Synth werde ich mal lieber doch die etwas dickeren Women ausrüsten. Ist da jemand anwesend? Wo könnte denn der sein? Oh. Legendär? Ach du Scheiße. Ein legendärer Synth? Ach du Scheiße, Mann. Yo. Das Auto buggt, ja. Definitiv. Hallo, fuck. Wo ist der Typ hin? Irgendwo ist hier ein legendärer Synth. Und ich will ihn haben. Bitte kommen Sie aus Ihrem Versteck. Komm du doch aus deinem Versteck! Oh geil, die Infusionszellen. Oh. Ich weiß, dass Sie noch da sind. Dito? So, der redet die ganze Zeit mit mir. Es war eine schlaue Entscheidung zu fliehen. Sensoren mit Nice! Legendärer Synth ist down. Und da haben wir die legendäre Waffe. Erschütternde 10mm Automatikpistole. Chance auf Taumeln beim Treffer. Boom, Junge. Da haben wir doch unsere legendäre Waffe. Schauen wir doch gleich mal. Also die ist, glaube ich, nicht mal ansatzweise so gut wie unsere mächtige Pistole, ne? Nee. Nicht mal ansatzweise ist die so gut. Egal. Legendär ist legendär. Letztendlich kann ich die dann auch verkaufen. Den Süßkuchen nehmen wir mal noch mit. Puh. Mal gucken, mal, für einen legendären Gegner ging es. Ich weiß schon, warum ich diese Superwaffe so gerne habe. Ganz ehrlich, legendäre Gegenstände kann man nämlich ganz gut verkaufen. So wie ich das bisher gesehen habe. Was haben wir denn hier alles? Aha, ein Polizeirevier Malden Beweismittelterminal. Was haben wir denn hier? Glasaufzeichnung, Urkundenfälschung. Nee, das interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mal so. Ich will mich jetzt hier mit diesen Polizeiakten auch gar nicht mal beschäftigen. Höchstens mit diesem Tisch. Nein, eigentlich wollte ich... Das soll ein Tisch... Das ist ein Tisch? Das ist also das... Das verstehen die also unter modernem Tisch? Das findet sogar der Wauzi erschreckend. Okay. Gut, dann wäre ich jetzt hier raus. Polizeirevier mit zwei Synths war jetzt nicht mal so spannend. Auch wenn ich glaube, dass hier definitiv noch mehr Action ist. Firmenhauptsitz von was? Slocum? Slocum? Oh, das ist ein Kampf. Das ist ein Kampfhund. Das ist einfach ein anderer Wauzi. Nicht, dass ich den Wauzi gerne erschieße, aber. Tut mir leid. Ich glaube, der hätte meinen Wauzi angegriffen. So, Wauzi, wir sind auf dem richtigen Weg. Alles gut. Ups. Ich dachte, wir könnten diesen Sprung schaffen. Würde ich gerne mal probieren. Okay, schaffen wir nicht. Na gut. Never mind. Dann gehen wir eben außen rum. Alles klar. So, wir sind gleich da.
Vergiss es, Mann. Oh, wir haben keine AP. Ah, jetzt können wir mal unser geiles Schwert einsetzen, oder? Wenn ich jetzt noch treffen würde. Boom! Zerteilt. Heilige Scheiße, guckt mal, wir haben den ganzen Panzer. Wow. Übelst zerfleischt. So muss es sein. So, ich ignoriere jetzt erstmal hier den größten Teil. Weil ich ansonsten überhaupt nicht mehr fertig werde. Mal gucken, ob es wieder eine Raider-Aufgabe ist. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die alle von Raidern irgendwie fertig gemacht werden hier bei der Kinderkrippe. So, aber immerhin haben wir es mal geschafft. Und die haben wir. Das ist so hübsch hier. Hallo. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Okay. Die haben ja hier ein recht großes Lager an Pflanzen, beziehungsweise Beeren. So. Schönen guten Tag. Was geht ab? Du gehörst zu den Minutemen, oder? Ja. Was gibt's denn für ein Problem? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet. Und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr da draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Na gut. Sind Ghule öfter ein Problem? Weiß nicht. Vielleicht sind es in letzter Zeit mehr geworden. Vielleicht fühlt es sich aber auch nur so an. Scheiße. Verfluchte wilde Ghule. Wir sind für die Hilfe wirklich dankbar. Tut mir leid wegen der Umstände. Ah, diese scheiß Ghule. Gut, Ghule sind jetzt schon mal keine Raider, immerhin. Aber wo sind die denn? Direkt hier drüben. Ah, das ist direkt da, wo wir eh danach rennen müssen. Das ist ja ehrlich gesagt gar nicht so unpraktisch. Dann können wir uns ja da direkt drauf konzentrieren. Dann können wir die Ghule direkt mit der anderen Ding kombinieren. Perfekt. Auch wenn ich jetzt auf die Ghule nicht so scharf bin. Gehen wir das Ganze mal an, ne? So, komm, Wauzi, wir müssen hier mal ein bisschen Gas geben. Aha, was haben wir da hinten? Schon wieder so ein Wauzi. Hat er nicht mal ansatzweise gekillt. Und diese, warte mal, das sind wir ein bisschen zu viele gerade. Die halten nämlich gar nicht mal so wenig aus. Heilige! Komm, du kriegst jetzt mal einen Kopfschuss. Kann ja wohl wahr sein. Selbst den überlebt er. Warum sind denn die so stark? Das habe ich nicht gemacht. Noch einer down. So, räumen wir hier mal ein bisschen mit unserem Megaschwert auf. Komm mal her. Boom! Das war ein kritischer Treffer. Das war irgendwie nicht so. Wie viele von denen bin ich tot? Meine Güte. Oh, da hat das Schwert mal ganz kurz einen Prozess gemacht, du. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, also hier ging raus ab, du. Wo ist der Wauzi? Der Wauzi ist da hinten von den anderen Wauzis getötet worden, gefühlt. Wauzi, so geht das nicht. Können wir uns jetzt hier mit dieser lustigen Limo heilen, die wir bekommen haben? Oder wir können auch einfach mal aufbereitetes Wasser trinken. Auch vorher nehme ich mal jetzt hier noch so ein Red Away. Ein bisschen zu doof. Okay. Wir können uns auch mal normal heilen. Hier haben wir noch die ganzen Stimpacks reinballern. Das geht nämlich ganz schön gut ab hier. So, Notsignal gefunden. Oh, nicht schon wieder, ey.
Wie weit haben wir es denn noch? Okay. Das Notsignal ignoriere ich jetzt ausnahmsweise mal, weil wir so überhäuft sind mit Aufgaben. Das ist mir dann gleich ein bisschen zu viel. Die Ghule werden mir jetzt schon gleich Probleme genug machen. Hauptsache hier so eine Toilette mitten im Nichts. Oha, riesige Satelliten. Das letzte Mal, als wir irgendwo bei irgendwem mit Satelliten waren, die wollten uns sofort erschießen. Das war nicht sehr einladend. Ist ja voll das Industriegebiet scheinbar. Trainingsgelände der Nationalgarde. Wow. Okay. Das nenne ich mal eine Ansage. Aber hier ist bestimmt keiner mehr. Oder kommt von denen vielleicht das Notrufsignal? Oh ne, ich höre Ghule. Schießen die auf die Ghule? Ich hoffe es. Ghule, Mann. Und seit er hat einen Baumwollgarn. Das Teil schießt wirklich auf mich? Auf dem Militärgelände wird auf mich geschossen, das finde ich nicht okay. Ist der aus dem Bus schon raus? Ich denke mal. Blaues Kleid, wow. Welche Ferien die wohl unterwegs waren. Och, noch eins, ehrlich? Das reicht dann auch mal. Ich muss hier rein, vor allem. Hier kommen die ganzen Ghule nämlich tatsächlich her. Oh, nein. Oh, Alter. Diese Scheißminen, Mann. Das ist so gefährlich. Hier muss ich tatsächlich rein, in diese alte Militärstation. Ach, komm, hör auf.